Apropos Junge, die jungen Wilden gehen in die zweite Runde. Gestern startete das kleine Nachwuchsfestival von SR1 Europawelle. Das Besondere daran, drei Bands stehen an einem Abend in Studio 1 auf der Bühne. Ein Newcomer aus der Region, eine Band, die sich schon bundesweit einen Namen gemacht hat, und ein Top-Act, der für die nötige Aufmerksamkeit sorgt, von der dann auch die Newcomer profitieren. Gestern gab sich eine Große der deutschen Musikbranche bei uns die Ehre. Unser Star für Oslo und Gewinnerin des Eurovision Song Contest 2010, Lena. Susanne Kirchhofer berichtet. Lena, Gewinnerin des Eurovision Song Contest. Top-Act des ersten Abends der jungen Wilden. Wie die wohl so hinter den Kulissen ist? Wir haben Lena gesehen, gell, Ralf? Genau, wir haben Lena eben im Catering-Raum gesehen. Sie hat genauso da gesessen, genauso Kaffee getrunken wie wir auch. Und Lena ist genauso aufgeregt, so scheint's. Ich bin richtig angespannt, nervös, bin teilweise total aufgedreht und mega albern. Nur Adrenalin, duf, 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 Party, 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 Party. Dann falle ich wieder in so ein Loch und bin total müde. Ich bin echt ganz schlecht vor Auftritten. Und den saarländischen Newcomern wird es wohl in diesem Moment nicht besser gehen. Sie stehen bei den jungen Wilden an diesem Abend als erste Band auf der Bühne, als Vorband von Lena. Ja, die machen Metal und aber heute unplugged, ne? Ja, also ich hatte eine Phase, wo ich viel auf Metal-Konzerte gegangen bin. Und auf Konzerten kann ich es total verstehen. Das Festival, ein Forum, das die Newcomer unbedingt nutzen wollen. Auf jeden Fall schon wieder nächster Level, weil normalerweise kriegst du so eine Chance ja nicht. Also wir sind da, ich weiß nicht, auf wie viele Bewerbern ausgewählt worden. Und es ist eine Ehre für uns und es ist, wie gesagt, eine ganz große Chance. Unterstützung bekommen die fünf auch von den Newcomern national, Marie and the Red Cat. Ich fand das cool. Die waren irgendwie einfach so, wie sie sind, glaube ich. Und das ist immer sehr sympathisch, finde ich. Und Frau Lisa drückt den Saarländern ganz besonders die Daumen. Schließlich kommt sie aus St. Ingbert und nicht nur das. Ihr erstes Album Home, das sie vergangenes Jahr herausbrachten, entstand in? In Oppen. Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Das Essen ist prima, super, man wird immer gut verköstigt. Man kommt gerne ins Saarland. Nur das Essen oder was? Ja, die Mädchen sind natürlich auch total hübsch. Die Mannheimer Band stand schon mit den Söhnen Mannheims und John Lord auf der Bühne. Also ich musste schon drüber schmunzeln, dass wir der nationale Newcomer sind. Aber das wollen wir auf jeden Fall. Das wollen wir auf jeden Fall sein und dafür arbeiten wir auch. Zurück zu Lena, die mit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest bereits Musikgeschichte geschrieben hat. Ich bin ein großer Fan von Lena. Ja, Lena ist meine Lieblingssängerin. Sympathisch, nett, lustig. Ihr drittes Album Stardust ist für sie ein Neuanfang. Ich habe super viel dafür gearbeitet. Ich weiß nicht, ob man sich jemals selber findet, aber also ich bin auf jeden Fall dabei, das zu machen. Also es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Ein Wiedersehen mit der neuen Lena gibt es schon am 17. April in der Garage in Saarbrücken. Von den jungen Wilden.